Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Webkonferenz mit Christian Grotthoff. Ich möchte vor dem Vortrag noch gerne was zu Christian sagen. Also Christian hat im Fach Informatik promoviert an der UCLA in Los Angeles, war danach Assistenzprofessor an der University of Denver und auch Nachwuchsgruppenleiter an der TU München. Und auch als Journalist bei verschiedenen Zeitungen und bei verschiedenen Verlagen tätig. Und seit 2017 ist er Professor an der Berner Fachhochschule. Zu seinen Forschungsgebieten zählen Technologien zur Verbesserung der Privatsphäre, Peer-to-Peer-Systeme und Programmiersprachen. Und er forscht auch im Bereich digitales Zentralbankgeld. Und deswegen ist er auch besonders interessant für uns. Und er hat ein Papier geschrieben für eine mögliche Implementierung mit Hilfe des Knuth-Talers. Und diese Technologie, die soll die Transaktionskosten gering halten, aber gleichzeitig noch ein hohes Maß an Anonymität bieten. Und wir freuen uns, dass er heute hier ist. Christian, ich übergebe an dich. Ja, danke für die liebe Einleitung. Ich würde damit anfangen zu sagen, wir haben nicht nur ein Papier geschrieben. Wir haben eigentlich erst mal angefangen, Software zu schreiben und dann verschiedene Papiere zu schreiben. Und am Ende haben wir dann auch jetzt auch ein Papier geschrieben, zu wie man unser System für eine Zentralbank nutzen kann. Aber das ist aus meiner Sicht noch das i-Tüpfelchen jetzt im Moment. Erklären wir erst mal, was Taler ist. Ja, Taler ist ein elektronisches Bezahlsystem, bei dem die Benutzer ihr Geld, wir nennen es Münzen, ja, in Geldbörsen auf ihren Computern speichern. Es funktioniert aus der Sicht der Benutzer wie Bargeld. Ja, insbesondere man bezahlt in bestehenden Währungen wie Euro oder Dollar oder Bitcoin, könnte man auch, ist nicht wirklich unser Hauptziel, aber ginge technisch. Ja, oder man kann es auch nutzen, um neue Regionalwährungen, sage ich mal, damit zu betreiben. Das ist im Gegensatz zu anderen Systemen, gerade die Blockchain-basierten Sachen. Taler ist eben keine Währung, es ist nur ein Bezahlsystem. Das verwirrt Leute heutzutage häufig, weil die ganzen Blockchains ja immer bezahlen und neue Währung kombinieren. Taler ist wirklich nur ein Bezahlsystem. Es ist auch dafür gedacht, als Bezahlsystem zu funktionieren, nicht als Möglichkeit, irgendwie Werte dauerhaft zu speichern. Klar, wie bei Bargeld kann ich natürlich auch mein E-Geld bei mir auf meinem Rechner halten, aber das ist nicht das Ziel, ja, im Gegensatz zu einem Sparkonto, ja, oder einem spekulativen System wie bei den Blockchains. Es ist auch nicht irgendwie ein Netzwerk oder eine Instanz eines Systems, muss ich insofern erklären, weil wenn wir uns sowas angucken wie PayPal, ja, PayPal ist ein Bezahlsystem, aber es ist genau, da gibt es einen Spawn und einen Betreiber. Ja, bei Taler ist es ein Protokoll. Das heißt, wir haben einen Standard beschrieben, wie man solche Bezahlnetze oder Instanzen betreiben würden. Aber es kann sozusagen mehrere Betreiber geben von dem System. Es ist nicht dezentral. Es ist gedacht für Zentralbanken. Und wenn ich höre, dass Zentralbanken auf dezentrale Peer-to-Peer-Netze setzen, sage ich auf der einen Seite als Peer-to-Peer-Forscher, interessant. Und wenn ich dann nachdenke und sage, ihr seid eine Zentralbank und ihr geht primär auf dezentrale Technologien, knallt es bei mir im Kopf so ein bisschen. Also unser System ist zentralisiert, insbesondere in Bezug auf das Vertrauen, dass wir eben sagen, ja, es gibt Regulatoren, ja, es gibt sagen da einen Vertrauensanker, es gibt eine Instanz, die die Geldpolitik macht und das machen wir nicht. Ja, und diese Geldpolitik sollte natürlich zentralisiert sein, zumindest aus unserer Sicht und einer gewissen politischen Kontrolle unterstehen und nicht nur einem Algorithmus. Taler benutzt keine Blockchain, also auch kein Proof of Work, kein Proof of Stake, sehr, sehr billige Kryptographie, sehr, sehr schnell alles, was gerechnet werden soll. Ja, fangen wir mal an. Womit wir wirklich angefangen haben, sind eigentlich erstmal ein paar Designprinzipien. Und diese Designprinzipien, soll ich sagen, sind hier der Reihe nach geordnet. Das heißt, die weiter oben kommen, sind uns wichtiger. Und wenn wir sozusagen die Wahl haben zwischen zwei von diesen Prinzipien, dann nehmen wir die, die weiter oben stehen, wenn wir Designentscheidungen treffen. Und die erste Entscheidung ist, naja, es ist GNU-Taler. Das heißt, es ist freie Software. Freie Software heißt nicht, dass es kostenlos zur Verfügung gestellt wird, sondern primär erstmal, dass wir allen Benutzern das Recht einräumen, den Quellcode zu lesen,
den Quellcode zu ändern, den Quellcode auszuführen, ihre Änderung am Quellcode anderen Leuten weiterzugeben. Ja, also wir haben nicht die Kontrolle über die Software, sondern der Benutzer hat wirklich die Kontrolle über die Software, soweit er kann. Das heißt, das ist für uns sozusagen die Grundvoraussetzung, weil A, kann ich an dem System vertrauen. Ich weiß, was die Software tut. Ich bin nicht fremdbestimmt. Meine Daten sind unter meiner Kontrolle. Heißt eben auch, ich kann informationelle Selbstbestimmung überhaupt erstmal erreichen. Und die Transparenz führt natürlich auch dazu, dass man da nicht irgendwie sagen kann, naja, hier gibt es irgendwelche geheimen Sachen, da gibt es geheime Sachen, die kann ich euch nicht erklären, wie das funktioniert. Ja, Betriebsgeheimnisse, all das ist damit natürlich ausgeschlossen. Zweites wichtiges Ziel, wir wollen die Privatsphäre der Käufer maximal schützen. Ja, also wer was kauft, beim Einkaufen, geht uns nichts an, soll eigentlich keiner lernen, außer natürlich derjenige, was einkauft, der weiß es selber, der darf das auch gegenüber anderen nachweisen dürfen, ja, aber also ich kann es nachweisen, wenn ich was gekauft habe, aber ich kann den Beweis auch zerstören, wie ich einen Beleg von der Kasse zerstören kann oder wegschmeißen kann. Ja, also da, die Datenschutz da an der Stelle ist für uns das zweitwichtigste Ziel. Und das drittwichtigste Ziel ist, wir wollen aber auch keine illegalen Sachen sehen, das heißt, wir haben gesagt, das Einkommen, was jetzt derjenige, der was verkauft, bekommt, das muss der Staat sehen können. Der Staat muss prüfen können, wurden die richtigen Steuern erhoben. Das heißt, der Staat kann dann fragen, hey, du hast da was verkauft. Du hast behauptet, das kostet 7% Mehrwertsteuer. Was war das denn? Vielleicht sind 19% Mehrwertsteuer fällig gewesen oder Einkommenssteuer fällig gewesen. Und wenn du jetzt hier gesagt hast, ja, was habe ich verkauft? Ja, ein paar illegale Drogen ist auch nicht so günstig. Ja, dann komm mal kurz mit, wir haben ein kleines Justizvollzugsentscheid für dich. Ne? Aber die Idee ist, der Staat kann eben sehen, wer Geld bekommt, kann dann nachfragen, wofür hast du das Geld bekommen. Derjenige kann dann nicht lügen, das System sichert das kryptografisch und damit ist das System sehr ungünstig für illegale Aktivitäten. Wobei ich natürlich als Kunde ja, kann ich illegale Sachen kaufen, ja, aber der Verkäufer ist dann, sage ich mal, sehr schnell vom Markt. Ja, das vierte Ziel, es soll natürlich kein Betrug möglich sein. Heißt also, kann das Geld nicht zweimal ausgeben, kann ich behaupten, mir würde Geld gehören, was mir nicht gehört, ich kann nicht die Transaktionsdaten nachträglich ändern und so weiter. Fünfte Ziel, wenn wir das alles erreicht haben, die ersten vier, da ist jetzt schon sozusagen der Datenschutz für den Käufer ja schon dabei, aber auch ansonsten wollen wir eigentlich so wenig Informationen mitteilen wie möglich. Das heißt, auch der Verkäufer kann zum Beispiel sagen, naja, ich musste die Adresse des Kunden notieren, aber die kann ich dann bald vergessen. Oder der Käufer darf nicht lernen, was jetzt das Bankkonto des Verkäufers ist. Er lernt, wer es ist, aber er weiß nicht, was der genaue Bankkonto war. Oder der Bezahlsystembetreiber muss natürlich lernen, an wen er jetzt Geld zu überweisen hat am Ende, wenn ein Verkäufer Geld bekommt, aber er lernt nicht, wofür. Also an allen möglichen Stellensystemen versuchen wir auch ansonsten den Datenschutz sehr ernst zu nehmen, sofern das natürlich nicht gegen Ziele 3 und 4 verstößt. Ja, dann nächstes Ziel, das System sollte benutzbar sein. Also wenn die Leute es nicht verstehen, es nicht benutzen können, es zu kompliziert ist, das geht natürlich auch nicht so gut. Dann siebtes Ziel, soll sehr effizient sein. Achtes Ziel, wieder im Rahmen dieser Vorgaben, wollen wir möglichst Single Points of Failure vermeiden. Das heißt, die Händler haben ihre Systeme, die Kunden haben ihre Systeme. Es gibt mehrere Auditoren und so weiter und es kann auch bei der Zentralbank mehrere Betreiber geben für Komponenten. Das heißt, wenn da mal ein Rechner ausfällt oder ein Netzwerkteil ausfällt, muss das System nicht komplett stillstehen. Und insgesamt versuchen wir zwischen all den Komponenten immer gute, klare Protokolle und Schnittstellen zu haben, die auch von verschiedenen Einheiten betrieben werden können, um im Gesamtbetrieb des Systems dann auch einen entsprechenden Wettbewerb zu schaffen. Ja, das sind so die Designprinzipien, nachdem wir das System strukturiert haben. Kommen wir mal erstmal kurz zum Überblick. Wir haben sozusagen im Wesentlichen, sollte ich sagen, vier Kernkomponenten. Wir haben die Exchange, das auf Deutsch könnte man auch Wechselstube sagen. Das ist der Herausgeber des E-Gelds, die Softwarekomponente dafür. Dann haben wir beim Kunden ein Wallet, da werden die Münzen abgehoben. Der kann sie dann ausgeben beim Händler. Der Händler kann sie dann einreichen bei der Exchange. Ja, und das ist sozusagen der Kreislauf des Geldes im Thalersystem. Und dann haben wir noch am Rande hier einen Auditor, das ist der Buchprüfer, der kann gucken, dass die Exchange ja auch alles richtig gemacht hat. Jetzt kann man sagen, naja, wenn das eine Zentralbank ist, die wird schon alles richtig tun. Naja, aber auch bei einer Zentralbank arbeiten Menschen, da hat man vielleicht trotzdem gerne noch eine externe Kontrolle, dass hier beim Softwarebetrieb nicht irgendwas
falsch gemacht wurde. Nochmal jetzt hier ein bisschen kleinschrittiger dargestellt, das ganze System. Wie funktioniert es? Man fängt an hier als Kunde, da hat man immer noch sein normales Bankkonto bei einer Bank und sagt hier, liebe Bank, bei der ich mein Girokonto habe, ich würde jetzt gerne E-Geld abheben. Da muss die Bank sagen, okay, ich überweise den entsprechenden Betrag an zum Beispiel die Zentralbank. Die Zentralbank würde dann veranlassen, dass elektronische Münzen erzeugt werden und es dem Kunden erlauben, diese abzuheben. Bei diesen ersten drei Schritten ist der Kunde identifiziert, Know Your Customer ist erfüllt, weil der Kunde greift ja auf sein Bankkonto zu. Dann, sobald der Kunde die Münzen bei sich im Wallet hat, kann er diese ausgeben. Beim Ausgeben hier an Schritt 4, das ist der Schritt, wo der Kunde anonym bleibt. Schritt 5, der Händler erhält, sage ich jetzt mal vereinfacht, die Münzen, muss sie dann sofort bei der Exchange einlösen. Das heißt, der Händler hier kann sie nicht erstmal in sein Wallet behalten oder speichern, woanders ausgeben. Die Münzen sind, sage ich mal, nur für eine Transaktion gültig in diesem Sinne. Das heißt, er muss sie hier bei der Exchange abgeben. Dadurch wird dem Händler auch garantiert, dass sie nicht doppelt ausgegeben worden sind und damit vielleicht ungültig sind. Die Zentralbank sagt dann, ja, das ist sozusagen zum ersten Mal ausgegeben worden. Ja, schreibt ja die Datenbank rein, diese Münzen sind jetzt ungültig und überweist den entsprechenden Betrag auf das Händlerkonto, der dann eben sehen kann, das Geld ist angekommen. Ja, das ist die High-Level-Architektur aus Benutzersicht so ein bisschen. Ich habe jetzt mal eine Demo vorbereitet, damit man so ein bisschen sieht, wie das in der Praxis aussieht. Ich hoffe, das klappt mit dem Browser hier. Oh, Fullscreen mag er nicht so toll im Moment. Mache ich mal anders. Sehen alle den Browser? Ja. Gut. Also ich bin jetzt hier auf demo.thaler.net mit einem Chromium-Browser. Man kann das auch mit Firefox oder anderen Browsern machen. Und der erste Schritt, natürlich, ich bin jetzt hier Kunde, muss ich mir das Wallet installieren. Wir haben Wallets für Android, also für Mobiltelefone, für verschiedene Browser. Hier für die Demo ist es ein bisschen schlecht, mein Mobiltelefon zu hantieren. Deswegen installiere ich jetzt mir das Wallet hier im Browser. Das geht über den normalen Extension-Mechanismus, wo ich ihm sage, hier zu Chrome hinzufügen, Add Extension. Und dann ist hier oben taucht das Wallet dann auf. So, man könnte dem Wallet hier noch weitere Rechte einräumen. Das lasse ich jetzt mal hier sein. Das macht ein paar Schritte später etwas einfacher, aber für die Demo ist es gar nicht so schlecht. Also, Chrome versteckt die Extension hier gerne. Damit man die immer sieht, kann man das hier oben pinnen. Dann bleibt das Thaler Wallet da oben bestehen. Sonst ist es so ein bisschen versteckt beim aktuellen Chrome. Können wir nicht verhindern. Macht Chrome so. Google macht, was es will. So, jetzt sollte ich zurück zur Demo gehen. Ups, das war ein zu weit zurück. Und der erste Schritt ist, wir müssen Geld abheben von einer Bank. Jetzt haben wir hier gesagt, okay, kriegen wir Geld ins System rein? Naja, erstmal muss ich mein Bankkonto anlegen. Also hier monetative Passwort. Sehr geheim. Und damit das für die Tests geklappt, haben wir gesagt, okay, wir machen hier eine Testbank, bei der die Währung Kudos ist. Also man sollte sich hier normalerweise eben vorstellen, das wären Euros oder Franken oder sowas, aber für die Testbank sind es eben Kudos, in denen bezahlt wird. Und die Bank hat eine nette Eigenschaft, wenn man ein Konto eröffnet, kriegt man 100 Kudos Initialguthaben. Das heißt, wir fangen hier schon gleich mit dem Helikoptergeld an. Ja, und dann kann ich hier, habe ich sozusagen mein normales Bankkonto, da kann ich eben sagen, ich würde jetzt gerne einen bestimmten Betrag abheben, sage ich mal 10 Kudos abheben. So. Und jetzt kommen wir hier zur ersten Interaktion mit dem Thaler Wallet. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wenn es ein Mobiltelefon ist, was ja vielleicht von meinem Browser auf dem Desktop hier getrennt ist, dann müsste ich hier diesen QR-Code einscannen. Die andere Variante ist eben, ich kann sagen, nee, ich habe hier ein Thaler Wallet im Browser installiert, bitte hier im Browser öffnen. Und dann sagt mir das Wallet, hey, möchtest du wirklich diese 10 Kudos abheben? Sag ich, ja. Und dann fragt er, bin ich zurück bei der Bank? Und die Bank möchte jetzt den PIN-TAN-Check machen. Naja, wir haben keine Telefonnummer geholt und wollen keine SMS verschicken, deswegen machen wir hier einen auf Captcha. Ja, tolle Mathematik heute. Ja, und damit habe ich sozusagen autorisiert, dass die 10 Euro bei mir abgebucht werden. Sehen wir hier. Und das System hat sie der Exchange zugebucht, hat einen interessanten Betreff gewählt. Und der Betreff hat im Wesentlichen meinem Wallet ermöglicht, das Geld zu bekommen. Hier sind 9,8 nur angekommen, weil wir haben dann 0,2 mal Gebühren eingestellt fürs Abheben. Die Gebühren kann man frei einstellen.
Aber hier zu Testzwecken haben wir überall mal ein paar Gebühren eingesetzt, dass man sehen kann, dass sowas gibt. So, jetzt habe ich das Geld in meinem Browser. Jetzt kann ich mich hier aus meiner Bank ausloggen. Ich kann jetzt anonym werden. Ich könnte das jetzt über Tor laufen lassen, über VPN laufen lassen. Ab jetzt ist meine Identität nicht mehr relevant. Und jetzt kann ich einkaufen. Bei der Demo haben wir hier einen unserer wichtigsten Use Cases gemacht. Das ist, wir denken so an die freie Presse. Und die freie Presse sollte ja, sage ich mal, normalerweise sich nicht durch Werbung bestechen lassen, sondern durch die Leser finanziert werden. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Journalisten, der hat viele Artikel geschrieben. Das sind sozusagen die ganzen Teaser, die wir da haben. Und dann kann man jetzt sagen, okay, dieser Artikel hier, Why Open Source Misses the Point of Free Software, interessiert mich. Dann kann ich den auswählen. Und dann kommt die Paywall. Klar. Dann sagen wir hier, okay, möchte ich mit Thaler bezahlen? Dann sagt Thaler, okay, ja, der Händler sagt hier bitte für dieses Essay 0,5 Kudos bezahlen. Sage ich ja, möchte ich bezahlen. Und dann habe ich den Artikel gekauft. Das war ein bisschen schnell für die meisten Leute. Ne? Ja, also machen wir nochmal einen anderen Artikel. Ja, die Vorteile der Software. Was war ich? Ich meine, so schnell einkaufen, das ist normalerweise für die meisten Leute eine schockierende Sache, oder? Ich meine, kaufen Sie immer so schnell ein im Netz? Ich weiß es nicht. Also wenn ich diese Kreditkartenformel kriege ich nicht so schnell eingetippt. Ja, bis ich mein Telefon raus habe mit PIN, TAN und so. Oh mein Gott. Ja. So, und das Interessante ist, das ist jetzt nicht nur für den Kunden so schnell. Der Händler hat auch gleichzeitig eine Signatur bekommen, die sagt, ja, du kriegst dein Geld überwiesen auf dein Bankkonto. Es ist jetzt nicht ganz so schnell auf dem Bankkonto. Ja, wir haben ja immer noch SEPA und so weiter dazwischen. Aber der Händler hat auf jeden Fall eine Bestätigung signiert digital, dass er dieses Geld bekommen wird. Ja. Gibt es sogar noch eine Kleinigkeit, der Händler kann sagen, hey, du brauchst mir das Geld nicht sofort gutschreiben, vielleicht möchte ich den Kunden sein Geld zurückerstatten. Da kann hier zum Beispiel, haben wir diesen Refund-Mechanismus eingebaut, da kann der Kunde sagen, hey, ja, der Artikel hier, der war ein bisschen schlecht, der war so kurz, ja, hätte gerne einen Refund. Ja, und dann kann man sagen, okay, Refund, ja, ich hätte gerne mein Geld zurück. Okay, ich habe Geld zurückbekommen für den Artikel. Ja, und hier in der Transaktionshistorie taucht das dann eben auf. Jetzt können Sie sagen, warum so wenig Geld zurückbekommen? Naja, die Gebühren sind immer noch angefallen. Ja. Wir können natürlich auch null Gebühren für Refunds einstellen, würde man eben den kompletten Betrag zurückbekommen. Ja, aber hier sehen wir eben die Transaktionshistorie als Beispiel im Thaler Wallet. Gut, das war so die Demo aus der Benutzerperspektive. Können Sie natürlich gerne alle mal ausprobieren. Ich bleibe dann mal jetzt hier in meinem Folien weiter. Ja, was sind so die Sachen, die wir uns vorstellen, damit zu tun? Naja, auf der einen Seite sehen wir eben für die normalen Bürger den Vorteil, das ist freie Software, die sie vertrauen können. Wir haben Einkommenstransparenz, das heißt, das ist gut gegen Korruption. Ja, es ist sehr effiziente Technologie, eben keine Blockchain-Transaktion innerhalb von Millisekunden durch, sehr komfortabel zu benutzen. Das heißt, es macht unser Leben als Bürger einfach besser. Ja. Das System hat auch Vorteile für, sage ich mal, sozial benachteiligte Personen. Wir planen, Features einzubauen für Transaktionsanalyse, wo der Benutzer sich selbst analysieren kann, ohne seine Daten natürlich anderen zu geben, um besser zu verstehen, wo seine Ausgaben sind. Dadurch, dass es ein freies Software-Wallet ist, kann man das natürlich an den entsprechenden Benutzer auch sehr gut anpassen. Es muss ja nur bei ihm laufen. Ich habe nicht das Problem, dass ich beim Händler mich an deren Flow gebunden bin, weil ich eben deren Kreditkartenterminal nutzen muss oder sowas. Ich benutze Software auf meinem Gerät, was meinen Bedürfnissen angepasst werden kann. Es ist auch so aufgesetzt, dass das System nicht gegen Händler diskriminieren kann. Das heißt, sobald der Händler legal ist und damit in Betrieb ist, gibt es keine Vertragsbeziehung zwischen dem Bezahlsystem und dem Händler. Das heißt, wie bei Kreditkarten gab es ja Situationen, dass Mastercard und VisaCard verschiedenste Händler gesagt haben, mit euch machen wir kein Business. Und dann sind die natürlich ein Riesenproblem in Bezug auf ihre Bezahldienste. Hier, das kann nicht passieren, das Protokoll erlaubt gar nicht, dass ich bestimmte Händler ausschließe. Wir können damit neue Märkte sozusagen machen, regionale Märkte, vielleicht einen CO2-Markt oder sowas. Wir können uns auch vorstellen, dass das System hilfreich ist für Migranten, die vielleicht Probleme haben, Bankkonten zu eröffnen, weil man auch in ein Wallet zum Beispiel als Staat direkt Geld überweisen kann, als Sozialhilfe zum Beispiel. Es ist freie Software, das heißt, man macht sich nicht von irgendwelchen ausländischen Firmen abhängig. Es kann im Prinzip jeder qualifizierte Informatiker an der Software arbeiten und sich verbessern, beziehungsweise als Wettbewerber auftauchen und
Dienstleistungen im Bereich anbieten auf einer fairen Grundlage. Und insgesamt im Internet, auf der einen Seite macht man natürlich sehr viel Datenschutz, auf der anderen Seite kann man mit Bezahlfunktionen viel machen. Einer unserer Pläne ist, das in E-Mail-Clients einzubauen, wo ich dann zum Beispiel sagen kann, wenn du mir eine E-Mail schickst und ich dich nicht kenne, du bist nicht in meinem Adressbuch drin, dann häng doch mal einfach einen Euro dran, sonst wird mir die E-Mail gar nicht angezeigt. Das heißt, Sie schicken mir eine E-Mail von der Monetative. Was passiert dann? Sagt mein Rechner erstmal, der Christian kriegt zu viel Spam. Ja, ich habe die jetzt erstmal in die Quarantäne geschickt, die E-Mail. Automatische E-Mail zurück an die Monetative, hängt einen Euro dran, sonst liest ihr euch nicht. Dann sagt die Monetative, ja, aber den wollen wir jetzt wirklich kontaktieren, hängt den Euro dran, bekomme ich die E-Mail und sage, ach, das sind aber liebe Leute, jetzt kann ich den Euro zurückerstatten. Wir haben die Refunds eben gesehen. Warum machen wir so ein Theater? Naja, sobald so eine Möglichkeit da ist und das wird breit genutzt, dann brauchen wir nicht mehr von Spam reden. Weil der Spammer, der Millionen von Leuten E-Mails schickt, wenn der jedes Mal einen Euro dranhängen muss oder auch nur 5 Cent, ist natürlich sofort tot. Das heißt, wir können sozusagen ein bisschen unsere Aufmerksamkeit wieder auf die wertvollen Sachen im Leben dann auch konzentrieren. Und das hilft auch mit Internetsicherheit insgesamt, weil natürlich gerade Phishing-Angriffe und so weiter auch häufig auf die Skalierung setzen. Ja, ich hatte eben schon erklärt, Journalismus eben, wir kriegen es dadurch hin, dass der Journalismus besser wird. Ich brauche als Journalist nicht mehr die Corporate-Struktur, ich habe nicht mehr den Konflikt, dass meine Werbung im Wesentlichen mein Einkommen ist und ich daher vielleicht nicht gegen die Werbetreibenden allzu stark anstehen kann sollte. Häufig eben, wenn ich Werbung schalten möchte, ist es wichtig, wer liest mich eigentlich? Das heißt, ich muss wieder mal über meine Leser Informationen sammeln und dann müssen wir uns natürlich als Leser fragen, ist das jetzt noch Journalismus oder nur noch Marketing? Mit Taler, wo ich als Leser den Journalisten direkt bezahlen könnte mit einem Mausklick, braucht er sich nicht mehr auf Werbung verlassen. Das Hosting braucht keine Expertise, die eben diese Corporate-Struktur auch impliziert, weil ich eben kein PCI-DSS, keine Kreditkartenverarbeitung brauche. Es ist sehr viel einfacher, auch für den Journalisten. Ja, und dadurch kriegen wir hoffentlich besseren Journalismus, wo auch eben wir als Leser nicht mehr unsere politische Meinungen durch das Bezahlsystem gleich der Welt mitteilen. Ja, Refugees Camp hatte ich schon erwähnt und im Interspam hatte ich ja auch schon erwähnt. Gut. Ja, nochmal für zentral aus der monetative Perspektive. Warum ist das hier gerade wichtig? Die Zentralbank bei unserem System erzeugt das die digitalen Münzen und daher hat sie weiterhin die Kontrolle über die Geldpolitik. Ja, gleichzeitig, die Zentralbank macht sich natürlich auch ein bisschen Sorgen, dass das System irgendwie die kommerziellen Banken eliminieren könnte. Nein, wir haben hier nach wie vor die kommerziellen Banken, wo die Kunden ihre Konten haben, wo die Kunden also gerade ihre Sparbücher haben, wo die Kunden ihre Kredite bekommen. Und diese kommerziellen Banken haben nach wie vor die Rolle, KYC zu machen, Kundensupport zu machen, weil die ganzen Anfragen eigentlich immer über die kommerziellen Banken geroutet werden. Die Zentralbank ist eigentlich nur dafür da, das E-Geld in die Existenz zu signieren und zu validieren, wenn es zurückkommt, dass es noch nicht ausgegeben wurde. Es ist möglich, mit dem System Limits einzubauen, zum Beispiel wie viel ich an einem Tag abheben kann an Betrag, also was weiß ich, nur 1.000 Euro am Tag abheben oder für einen bestimmten, nicht mehr als einen bestimmten Betrag bezahlen für eine Transaktion. Da gibt es ja auch diese 10.000 Euro Grenze bei Bargeld. Das heißt, da gäbe es Möglichkeiten, Zentralbanksorgen zum Thema Bankrun oder dass Leute zu viel Geld horten, ein bisschen zu begrenzen. Wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, Gebühren zu erheben. Das heißt, wenn eine Zentralbank sich Sorgen macht über die Finanzierung des Systems, wäre es möglich. Wobei wir davon ausgehen, dass die Transaktionskosten sind so niedrig. Wir reden hier von einem Tausendstel von einem Cent nach unseren Schätzungen, dass eine Zentralbank diese kompletten Transaktionsgebühren eigentlich tragen könnte. Ja, wir haben auch daran gedacht, dass natürlich auch eine Zentralbank gehackt werden könnte oder vielleicht das System irgendwann abschalten muss. Dafür gibt es bereits implementierte Protokolle, die dafür sorgen, dass die Zentralbank sagen kann, wir schalten das System ab, bitte alle ihr E-Geld automatisiert zurücküberweisen auf das entsprechende Girokonto, beziehungsweise hier, uns ist bei der Zentralbank ein privater Schlüssel gestohlen worden, wir müssen jetzt das entsprechende Geld aus dem Umlauf ziehen, weil da könnte es sozusagen Falschgeld geben und dieses Geld ersetzen durch neues Geld. Also an solche Sachen haben wir gedacht. Und eben wichtig, der Datenschutz hier wird nicht dadurch erreicht, dass die Zentralbank verspricht, sich die Daten nicht anzugucken, sondern wirklich durch Kryptografie. Das heißt, die Zentralbank kann nicht überwachen, wo ich als Bürger mein Geld ausgebe. Sie lernt es fundamental im Protokoll nicht. Die Zentralbank weiß nicht, wie viel E-Geld ich in meinen Wallets drin habe. Die Zentralbank sieht nicht, wo
ich mein Geld ausgebe. Sie sieht, dass irgendein Bürger sein Geld bei einem Händler ausgegeben hat, aber sie sieht erstmal nicht, wer das war. Ja, und wenn der Händler das nicht notiert hat, ja, was er gerade als Bäcker oder so vielleicht nicht sollte bei seinen Kunden, ja, dann ist das in Ordnung. Natürlich ist es möglich, dass ein Händler notiert, wer sein Kunde ist. Wenn ich ein Waffenhändler bin und ich verkaufe so ein paar Kleinwaffen an Leute, dann steht gleich im Gesetz, dass ich die mir notieren muss, an wen ich die Waffen verkaufe. Aber das ist dann eben was nicht das Bezahlsystem macht, sondern was die Händler machen, um sowas nachzuvollziehen, was machen, wenn das eine Rechtsanforderung ist. Ja, nochmal zum Vergleich. Glutaler funktioniert nur online, wo Cash nicht funktioniert. Ja. Glutaler funktioniert nicht offline, das geht nicht, das ist ein reines Online-Bezahlsystem, was aus unserer Sicht wieder ein Feature ist, weil das heißt, es ist auch kein Wettbewerber zu Cash. Die Transaktionskosten bei Taler sind aus unserer Sicht niedriger als die bei Cash. Die Herstellungskosten von Cash sind so 30, 40 Cent pro Geldschein. Das Handling für den Handel ist bei ca. 1%. Also da sollten unsere Transaktionskosten nochmal deutlich niedriger sein. Auch die Geschwindigkeit beim Bezahlvorgang sollte noch etwas höher sein. Wir haben im Gegensatz zu Cash die Möglichkeit eben, dass die Einkommenstransparenz dafür sorgt, dass auch alle ihre Steuern immer zahlen. Was jetzt ein bisschen über die Bondpflicht in Deutschland versucht wird, noch ein bisschen zu forcieren. Wir haben dafür sehr guten Datenschutz für den, der B zahlt, aber eben keinerlei Datenschutz für den, der Geld bekommt. Auch da gibt es andere Systeme wie Zerocoin, die eben sagen, ja, wir machen beide Seiten anonym oder bei Cash sind ja beide Seiten anonym. Ja, das ist bei uns bewusst nicht der Fall. Also auch dieses Minus ist eigentlich was, was wir bewusst haben wollten. Wir haben keine experimentelle Kryptographie im System drin. Es sollte eigentlich sehr sicher sein. Wir hatten externe Security Audits, die es auch bestätigt haben. Bei Taler ist keine Konvertierung notwendig, ist kein neues Geld. Ich bezahle weiterhin in Euro oder Franken. Und es ist eben freie Software, ein offener Standard. Jeder kann das System verstehen. Jeder kann das System betreiben. Bei Bargeld ist es nicht ganz so der Fall. Wenn Sie keine entsprechend gute Druckerei haben, werden Sie ein Problem haben, eine Regionalwährung herauszugeben. Das sind so die wichtigsten Vergleichspunkte. Nochmal ein bisschen zum Status des Projektes. Wir gehen davon aus, dass das Kernprotokoll und die Kernkomponenten eigentlich relativ stabil sind und auch so bleiben werden. Unser aktueller Fokus ist auf die Integration bei Händlern, die Integration mit dem Kernbankensystem, ein Wallet-Backup einzubauen, dass die Kunden ihr E-Geld sicher in der Cloud verschlüsselt ablegen können und dass wir die Skalierbarkeit erhöhen und demonstrieren, dass wir 100.000 Transaktionen pro Sekunde schaffen. Das ist das Volumen, von dem Zentralbanken reden, was sie für so alle Transaktionen der Eurozone bräuchten. Zum Vergleich, ich schaffe jetzt schon 1.000 Transaktionen pro Sekunde auf meinem Computer, den ich hier gerade nutze, aber wir müssen nochmal einen Faktor 100 drauflegen. Es gibt einen Piloten, der bereits in der Cafeteria meiner Fachhochschule hier läuft. Da kann man dann eben E-Geld abheben und hier sehen wir eine Journalistin, wie sie am Automaten dann mit dem E-Geld von ihrem Wallet bezahlt, indem sie entsprechend einen QR-Code einscannt. Wenn das Telefon NFC kann, kann man hier auch einen NFC-Reader halten. Ja. Und es fängt jetzt eine erste deutsche kommerzielle Bank an mit einem Internal Deployment, um das System zu testen mit der Bankenanbindung und hofft, dass wir dann bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres in den Betrieb in Deutschland gehen können. Wobei, das ist natürlich dann Geld von einer kommerziellen Bank herausgegeben worden, nicht von der Zentralbank. Die EZB hat zwar mit uns geredet, aber ist noch nicht ganz so weit. Weitere Ideen, die wir verfolgen. Wir wollen das Geld ein bisschen noch programmierbarer machen. Da geht es auf der einen Seite um Wallet-to-Wallet-Payments. Das heißt, dass ich von meinem Mobiltelefon auf ein anderes Mobiltelefon Geld geben kann, wenn ich die Leute persönlich treffe. Wir haben eine Idee, wie wir Altersrestriktionen einbauen können. Das heißt, ein Elternteil kann dann sagen, ich hebe jetzt hier Taschengeld für meinen 10-Jährigen ab. Der kriegt eine Altersbeschränkung von 12, kann ich als Elternteil dann festlegen. Und wenn ein Händler sagt, dieses Produkt hat eine FSK von 16, dann wird das beim Bezahlvorgang für den 10-Jährigen scheitern, weil der darf nur bis 12. Aber der Händler lernt immer nur maximal, der Kunde ist alt genug. Der lernt nicht das genaue Alter, der lernt nicht, das ist ein Kind, der lernt nicht Identität. Und wichtig für uns, die Eltern können nach dem Subsidiaritätsprinzip entscheiden, oder die Sorgeberechtigten, sollte ich sagen, können entscheiden, welche Altersrestriktion gilt.
Ja, und dann wollen wir als weiteres dann auch noch Auktionen einbauen, dass wir eben datenschutzfreundliche Aktionen durchführen können, insbesondere auch um Geld zu wechseln im internationalen System, also Euro in Dollar und solche Sachen. Ja, ansonsten schauen wir uns natürlich an, dass die Nutzbarkeit zu verbessern, das auf mehr Plattformen verfügbar zu machen und eben Nutzer zu unterstützen, die vielleicht nicht gut lesen können oder nicht gut mit Zahlen umgehen können und das in die Oberfläche noch einzubauen. Wie kann man uns unterstützen? Als erstes mal, es gibt eine öffentliche Mailingliste, da kann man sich gerne eintragen. Es gibt einen IRC-Kanal. Wir haben einen Bug-Tracker, wir haben ein Git-Repository, wo alle unsere Quellen und auch diese Präsentation drin liegen. Wir haben eine Webseite, wo man übersetzen kann, also Dokumentation übersetzen, User-Oberflächen übersetzen, also die ganzen Zeichenketten im Wallet auftauchen zum Beispiel. Wir haben Dokumentation zur Integration, gerade für Händlerrelevante. Wir haben einen Verein, den kann man spenden, und wir haben eine Firma, in die kann man investieren. Wofür suchen wir im Moment aktuell? Wir suchen gerade nach Medienorganisationen für einen Pilot, Thaler-Integration in zum Beispiel eine Zeitung, einen Verlag. Da gibt es ein EU-Projekt, wo wir in der zweiten Runde sind, und das würde dann finanziert werden von der EU, da Thaler einzubauen. Wir reden schon mit einigen Verlagen. Das ist nicht, als ob es gar kein Problem ist, oder auch noch gute Ideen immer willkommen. Wir suchen natürlich auch noch nach weiteren kommerziellen Banken, die Thaler ihren Kunden anbieten würden, beziehungsweise Thaler betreiben würden. Und natürlich insbesondere besonders gerne nach Zentralbanken, die Thaler als CBDC, also als Zentralbankgeld, anbieten würden. Ja, das war meine Präsentation. Ich habe noch weitere Folien vorbereitet in Bezug auf die Kryptographie, aber ich vermute, das ist für dieses Publikum zu dieser Stunde nicht so geeignet. Ja, daher denke ich, fangen wir jetzt lieber mit Fragen an. Ja, dann an dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank und auch nochmal kurz der Hinweis an alle Teilnehmenden. Einfach die Fragen bitte in den Chat posten. Die Frage muss nicht ausformuliert sein. Jeder hat die Möglichkeit, selber seine Stummschaltung aufzuheben. Davon dann bitte einfach vorsichtig Gebrauch machen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Wir hätten von Fritz Fessler die erste Frage. Gerne Stummschaltung selber aufheben und dann einfach starten. Ja, hallo. Ich habe meine Frage in den Chat geschrieben. Ich habe den noch nicht aufgemacht bekommen, muss ich gucken. Einfach gerne, wenn das Wort ergriffen wird, einfach selber kurz ausformulieren und dann. Ansonsten, wenn es Ja, gewünscht ist, dass es vorgelesen wird, kann ich das gerne die übernehmen. Frage ist, können mehrere Knutaler-Netzwerke parallel laufen und können die parallelen Netzwerke dann in einer Wallet verwaltet werden, wie im Prinzip eine Multicurrency-Wallet? Ich habe hier mein anderes Wallet auf im Firefox. Sie sehen, ich habe 1,30 Franken Kudos und 19,2 andere Sachen da drin. Die Antwort ist ja, können wir jetzt schon. Okay, danke. Das bedeutet, dass wenn jetzt Noch bitte angenommen nicht. eine Zentralbank und die Schweizer Nationalbank testet ja euer System, wenn die jetzt einen Nein, Fall. die Schweizer Nationalbank testet das System nicht. Es gibt einige, die daran interessiert sind bei der Schweizer Nationalbank, aber die Schweizer Nationalbank glaubt, sie braucht keine CBDC. Das ist die offizielle Linie. Ah, okay, Entschuldigung. Aber angenommen, eine Nationalbank würde das als E-Money für ihre staatliche Währung herausgeben, dann könnten ja parallel auch diverse Banken oder andere Betreiber Free Floating Currencies rausgeben, die dann ähnlich wie Bitcoins zu einem bestimmten Exchange-Preis getradet werden. Also ist da. Was heißt jetzt Exchange-Preis? Also die herausgegebenen Münzen sind immer in einer Währung. Und wenn das Euro sind oder Franken sind, dann ist es egal, wer die herausgegeben hat. Der einzige Unterschied ist, dass natürlich die verschiedenen Herausgeber vielleicht andere Gebührenstrukturen haben könnten. Ja. Und da ist die Situation so, dass der Händler sagt sozusagen, welche Gebühren er bereit ist zu tragen. Das heißt, der Händler könnte zum Beispiel sagen, ich bin bereit, 0,5% Gebühren zu tragen. Und wenn dann ein Kunde bei einer Exchange ist, wo höhere Gebühren anfallen, dann müsste der Kunde die Differenz tragen. Ja, mir ging es jetzt nicht um die Fees,
sondern wenn mehrere Systeme parallel laufen, dann muss ja irgendwo die Währungsidentität sein, weil es ja ein sozialer Contract, ob ich diesen Token im Knutaler als einen Euro, einen Franken oder einen Pseudo-Kudos betrachte. Ja, also die Währungsidentität. Pseudo-Kudos zu einer Token werden, der ident ist mit dem der Zentralbank, weil dann speise ich ja selbstgeschöpfte Euros oder Franken ins System. Ja, also die Idee ist, dass wir haben ja diesen Auditor-Komponente. Und der Auditor könnte jetzt zum Beispiel die BaFin sein oder die FINMA sein. Und das heißt, der Regulator sagt sozusagen, naja, das sind zugelassene Banken für Euros. Ja, und das Wallet, wenn man jetzt sozusagen auch wenn Sie persönlich jetzt sagen, ich betreibe auch eine Exchange mit Euros, dann würde ein Wallet sagen, hey, komisch, der Typ ist nicht akkreditiert. Ja. Willst du das wirklich bei dem da irgendwelches Banking machen? Und genauso würde ein Händler sagen, naja, ich soll hier bei dem Typen diese Euros annehmen, aber der ist nicht akkreditiert, da gibt es keinen Auditor für. Und dann würden die diese Transaktionen deswegen fehlschlagen. Also die Idee ist sozusagen, dass der Regulator definiert, was ist ein echter Betreiber für diese Währung, was ist ein zugelassener Betreiber für diese Währung. Und die entsprechenden Aufsichtsbehörden werden dann bei den Händlern und bei den Wallets in der hinterlegt, das ist sozusagen unsere Public-Key-Infrastruktur, die dahinter spielt. Habe ich irgendwo auch ein Bild zu hier hinten, glaube ich? Nee, ich glaube in dieser hier nicht mehr. Ja, vielen Dank für die Kurzfassung. Aber ist beantwortet, ne? Also sozusagen, es liegt am Auditor am Ende, ob ich das sage, das ist eine echte Währung oder nicht. Und welche das ist. Dann vielen Dank für die Frage. Vielleicht kurzer Hinweis, Christian. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir der Fall ist, aber bei mir liegt noch so ein kleines schwarzes Fenster über deiner Präsentation. Ja, habe ich auch. Das ist das Chatfenster vom Zoom. Ah, das zeigt es mir nicht an. Das kannst du vielleicht, ja, bisschen zur Seite, super. Vielen Dank. Gut, dann gehen wir weiter in der Reihenfolge. Als nächstes Jonas, bitte. Ja, also erstmal danke für den sehr spannenden Vortrag. Ich habe eine Frage und zwar, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann ja der Gesetzgeber nachträglich eine bestimmte Transaktion praktisch als verdächtig einstufen, oder? Ich würde es anders sagen. Der Gesetzgeber kann ein Steueraudit beim Händler durchführen. Das heißt, der kann sagen, wir machen jetzt bei dir eine Buchprüfung, ob du deine Steuern gezahlt hast. Und dann kann er den Händler sagen, jetzt gib mal heraus, was der Vertrag war, unter dem du dieses Geld bekommen hast. Und der Vertrag wurde sozusagen von der Münze des Kunden und dem Händler gemeinsam gezeichnet. Das heißt, der Händler kann den Vertrag nicht nachträglich ändern. Der Hash des Vertrages ist bei der Exchange deponiert gewesen. Das heißt, der Händler kann dann entweder sagen, ich habe den Vertrag verloren, dann gibt es eine schöne, saftige Strafzahlung. Oder er kann eben nachweisen, dass er korrekt agiert hat und dann ist alles gut. Okay, das heißt aber natürlich auch durch die Blind Signatures, die Sie da verwenden, lässt sich nicht auf die Identität des Kundens dann zurückschließen. Oder? Genau. Also es kann nicht am Kunden angesetzt werden, sondern nur am Händler. Genau. Okay, ja, super, perfekt, danke. Ja, dann hier war eine Frage von einem Herrn Fessler, die man vielleicht noch schnell beantworten sollte. Er hat gefragt, wenn man mit einem Klick bezahlen kann, ist das Schutz des Tokens der Wallet nicht wirklich sicher? Doch ist er, weil erstens, der Klick muss sozusagen in der Web Extension stattfinden. Das heißt, da sind wir vor diesen, sage ich mal, einfachen Angriffen, dass irgendeine Webseite direkt an das Geld dran käme, sind wir geschützt. Wir zeigen als Wallet den Vertragstext an. Das ist nicht, dass der Händler uns da irgendwelches HTML oder JavaScript unterjubeln könnte. Das ist nicht möglich. Und wir gehen natürlich schon davon aus, dass der Kunde die Kontrolle über seinen Rechner hat und wenn es ein Mobiltelefon ist zum Beispiel, das irgendwie sicher gesperrt hat, wenn er es aus der Hand gibt. Aber natürlich, wenn ich meinen Rechner ungesperrt in der Öffentlichkeit stehen lasse, dann kann jemand mit meinem Geld, was auf dem Rechner ist, bezahlen. Aber normalerweise haben wir Zwei-Faktor-Authentication, weil ich besitze meinen Rechner, ich habe die physische Kontrolle darüber und ich weiß, wie ich ihn entsperre. Na, das sind die beiden Zugangsbedingungen, die wir normalerweise stellen würden. Man kann natürlich das so implementieren, dass ein Wallet noch eine zusätzliche Passphrase oder sonst irgendwas hat, um an das Wallet dranzukommen. Aber wir gehen normalerweise davon aus, dass die Fähigkeit, den Rechner zu entsperren und den Rechner zu besitzen, ausreicht, um sich zu legitimieren für den Zugriff auf das Wallet. Und wie gesagt, dadurch, dass es in der Web-Extension läuft und isoliert von der Webseite, kann der Rest des Internets da nicht so einfach drauf zugreifen. Ja. Okay, dann vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter eine Reihenfolge. Vielleicht zwischendurch noch der Einschub. Es kam auch nochmal die Frage explizit, wo man sich für euren Newsletter anmelden kann. List.gnu.org, Mailman, List Infotaler.
Wunderbar. Dann hier ganz dann. Oben der Link ist, da kann man sich dafür anmelden. Aber es ist kein Newsletter, es ist eine Mailinglist. Da wird diskutiert. Es gibt noch keinen reinen Newsletter als solches. Dafür gibt es einen RSS-Feed auf Tyler.net unter News irgendwo. Gut, da haben wir das nochmal klargestellt. Ich glaube, das ist wichtig für alle diejenigen, die sich auf dem Laufenden halten wollen. Als nächstes hätten wir dann Petra, bitte. Ja, also ich finde das total spannend. Das klingt echt super gut. Ich sehe nur eigentlich so zwei Punkte, ja. Ich habe es ja auch mal kurz geschrieben. Also ich befürchte, dass die Anwendung jetzt mit einer Zentralbank, CBDC, in nächster Zeit nicht ansteht, ja. Und dann frage ich mich, wo könnt ihr jetzt wirklich Piloten starten und wirklich arbeiten, ja, weil es gibt einfach die Konkurrenz, die sicher an vielen Stellen überhaupt nicht euren Fokus haben und nicht eure Prinzipien erfüllen, wie zum Beispiel PayPal, ja, aber gegen die müsst ihr ja sozusagen anstinken, ja, um es mal ganz profan zu sagen. Also wo seht ihr jetzt wirklich, sagen wir mal, im nächsten Jahr eine Chance mit eurem Produkt, keine Ahnung, Erfahrungen zu sammeln, in die Breite zu gehen, tatsächlich was zu tun, ja? Ja, also Sie haben sicherlich recht, dass die Zentralbanken sind langsam. Ich hoffe immer noch, dass man sich vielleicht davon überzeugt, dass sie nicht ihr eigenes kleines Blockchain-Süppchen basteln. Sie denken auch zu wenig an, wie das dann integriert werden kann. Sie denken an, was sie betreiben und nicht so, wie man es in die Gesellschaft reinbringt und so. Also die aktuelle Entwicklung gerade bei der EZB kann ich nur als Rohrkrepierer projizieren. Aber jetzt in nächster Zeit, wie gesagt, wir versuchen es mit einer kommerziellen Bank zu betreiben. Das heißt, das wäre dann eben E-Geld herausgegeben, genauso wie das bei PayPal oder anderen Systemen der Fall wäre, eben durch einen kommerziellen Player, aber eben immer noch in Euro gedeckt durch ein entsprechendes Konto bei der Bank. Und wir hoffen, dass es genügend Webseiten gibt, Webhändler gibt im Netz, die sagen, ja, wir brauchen eigentlich ein Bezahlsystem, was die Daten unserer Kunden schützt, was kundenfreundlich ist, wo niedrige Transaktionskosten da sind. Und wenn man sich die Transaktionskosten bei PayPal oder bei Kreditkarten anguckt, haben wir da eigentlich eine gute Möglichkeit, mit den bestehenden Systemen zu konkurrieren, weil unsere Transaktionskosten niedriger sind, sowohl technisch als auch in Bezug auf die Möglichkeit von Betrugskosten her. Das heißt, wir können da bei den Händlern auf Kostenseite punkten und bei der Kundenseite hoffentlich auf Benutzbarkeitsseite punkten. Und vielleicht gibt es auch ein paar Kunden, die sich für den Datenschutz interessieren. Und wir reden deswegen gerade jetzt eben mit Medienhäusern, mit Verlagen, um zu sehen, ob die das nicht für, sag ich mal, als bessere Paywall nutzen würden. Und ich hoffe, dass es auf dem Weg, sag ich mal, einen ersten Eintritt in den Markt geben wird. Okay, dann entschuldigt bitte, ich weiß, es ist eigentlich nicht richtig, aber trotzdem die Nachfrage, ja. Das würde dann aber heißen, dass ich ja irgendeine Möglichkeit haben muss, um von meinem Bankkonto irgendwo bei euch ins Wallet das reinzuspielen, auch wenn meine Bank jetzt quasi nicht mit euch irgendwie arbeitet. Richtig. Also würde das gehen? Das geht, genau. Also die Idee ist, dass wenn man nicht dann Geld abheben wollte und habe jetzt nicht, sage ich mal, wir haben, was in der Demo ist, nennen wir die enge Bankintegration. Die Idee wäre, das Wallet würde diesen Betreff generieren, den wir gesehen haben. Und da müsste man einfach eine reguläre SEPA-Überweisung anstoßen an unsere Partnerbank mit dem richtigen Betreff gesetzt. Und dann würde das Geld in das eigene Wallet reinkommen, auch wenn man kein Kunde bei der Partnerbank ist. Und das Gleiche gilt für den Händler. Der Händler kann immer ein Konto, ein beliebiges Bankkonto in der Eurozone dann haben und könnte trotzdem Geld bekommen. Unsere Partnerbank wäre ja wirklich nur für den Betrieb der Exchange da. Würde es vielleicht ihren eigenen Kunden günstiger oder einfacher machen, aber im Prinzip sollten es dann gleich alle Bürger der Eurozone nutzen können, indem sie eben einen entsprechenden Betrag, wenn sie was abheben wollen, erst an diese Partnerbank überweisen. Ist natürlich nicht so komfortabel, muss man dann warten, bis diese SEPA-Überweisung durch ist. Wäre schöner mit einer Zentralbanklösung, aber es wäre zumindest möglich, damit zu bezahlen. Super, danke. Ich drücke die Daumen ganz fest. Ganz kurz, ich würde da gerne noch mal kurz reingrätschen oder das vielleicht sogar noch kurz vertiefen wollen, weil wir sprachen vorhin über Zoom und die Convenience, wie niedrigschwellig Sachen noch sein müssen. Und wir waren jetzt gerade bei dem Punkt, jetzt gibt es einen Verlag, vielleicht noch mal, um das für mich auch noch mal glatt zu ziehen,
Jetzt gibt es einen Verlag, der bindet den Taler ein. Man kann quasi die Paywall charmant umgehen, hat eine andere Möglichkeit zu bezahlen. Jetzt kommen da irgendwelche User drauf, die finden das vielleicht sogar interessant. Aber ist es für die in irgendeiner Form überhaupt kommunizierbar, dass sie das allen Ernstes annehmen, wenn sie es nicht kennen? Dass sie das so schnell umsetzen können? Gibt es da Überlegungen? Ist es vielleicht viel einfacher, als man es jetzt anhieb denkt? Lässt sich das kommunikativ so begleiten im Sinne von 2 Klicks und du schaffst es? Ich hoffe schon und ich denke, gerade wenn wir mit Verlagen arbeiten, haben die ja eh eine Erfahrung, wie sie ihren Lesern Sachen beibringen oder vermitteln. Ja, und dass ein Verlag seinen eigenen Lesern versucht zu vermitteln, wie man mit der eigenen Paywall klarkommt, ist ja in deren eigenem Interesse. Insofern hoffen wir, dass da auch der Verlag gerade nochmal diese Vermittlungsarbeit mitmachen wird, um den Leuten zu sagen, warum Taler, warum ist das gut für euch? Wieso habt ihr hier guten Datenschutz? Wieso solltet ihr das nutzen und nicht andere Bezahlsysteme? Okay. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir weiter in der Reihenfolge. Johannes als nächstes bitte. Ja, herzlichen Dank. Ich habe leider nicht die ganze Präsentation hören können, aber das Papier gelesen. Was mir unglaublich gut gefällt, ist, dass dieses Modell das Bargeld unangetastet lässt und damit die meines Erachtens unlogische Argumentation der EZB, die ja einen digitalen Euro einführen will, der dem Bargeld Konkurrenz macht, aushebelt. Ich hätte folgende Fragen. Ließe sich nicht auch dieser Taler für Local Currencies wie den Chiemgauer nutzen oder für Buchhandel oder überhaupt im Marketing einfach platzieren als E-Geld? Fehlt euch da einfach nur eine Bank? Das habe ich jetzt so mitbekommen, es fehlt offenbar eine Bank, die bereit wäre, das als E-Geld zu emittieren. Nein, die Bank fehlt nicht. Wir reden ja mit einer solchen Bank. Aber es wäre noch gar nicht schlecht, da weitere zu haben. Okay. In Bezug auf die Regionalwährung hatte ich in dem Teil, der vermutlich verpasst wurde, bereits erklärt, dass ja, man kann das für Regionalwährung nutzen, man könnte es für CO2-Emissionsrecht nutzen, man kann es für Aktienhandel theoretisch nutzen. Also egal was, wo man bezahlt. Ich kann es für Airline-Miles nutzen oder sonst irgendwas. Das ist relativ egal. Man braucht natürlich dann immer jeweils ein Geschäftsmodell, der es betreiben möchte und betreiben kann. Und unser Fokus ist einfach auf E-Geld. Aber es ist sicherlich möglich, und nationales E-Geld sollte ich sagen, aber es ist sicherlich möglich und aus unserer Sicht auch wünschenswert, dass Leute es für andere Anwendungszwecke nutzen. Dann würde ich doch noch mal nachhaken. Ich meine, dass ich habe gehört, das Vorhaben der EZB hast du als Rohrkrepierer bezeichnet. Nicht das Vorhaben, Taler bei der EZB unterzubringen, sondern das aktuelle EZB-eigene Inhouse-Design. Ja, Moment. Die EZB ist meines Erachtens gesetzesgebunden. Erstmal muss die EZB vom Primärgesetzgeber einen Auftrag kriegen, überhaupt sowas zu machen. Das kann sie nämlich aus meiner Sicht nicht in eigener Machtvollkommenheit machen. Das ist den Menschen nicht bewusst. Wenn die EZB E-Geld einführt, ändert sie unser Währungssystem und für Änderungen des Währungssystems ist nur der Primärgesetzgeber, das heißt der Europäische Rat, zuständig. Das muss man mal rüberbringen. So, und wenn die EZB den Auftrag kriegt, dann muss sie Ausschreibungen machen und dann könnt ihr euch bewerben. Und mir scheint dieses Modell erheblich besser als jedes Eigengebräu der EZB mit irgendwelchen nicht in öffentlichen Verfahren ausgetenderten Wettbewerbern. So, da bin ich ganz emotional, muss ich sagen. Ja, aber die Realität ist, sie bauen an ihrer Eigenlösung, die sie zusammengelötet haben in ihrer Bude, wo sie, soweit ich weiß, nicht sich überlegt haben, wie das bei Händlern oder Kunden integriert werden könnte. Und wo sie aus... Ja, aber das geht ja gar nicht. Auf sehr komische Datenschutzprinzipien setzen, sage ich jetzt mal. Ja, also das Datenschutzmodell bei der EZB-Eigengebräu ist ja, vertraut uns, wir gucken uns die Daten dann nicht an, wenn ihr einen Privacy-Voucher benutzt. Ja, also das ist zumindest das, was ich aus der bisher an die Öffentlichkeit gelangten Dokumentation lese. Und das Datenschutzmodell, vertraut uns mit euren Daten, wir werden schon nichts Böses tun, kennen wir von Facebook.
Aber da muss daher ich sagen, nenne ich das einen Rohrkrepierer. Wenn das so ist, dann ist die Kommunikation der EZB nicht aufrichtig, die nach öffentlicher Kommunikation sagt, es ist überhaupt noch gar nicht über ein Projekt entschieden worden. Es ist vielleicht nicht entschieden worden, aber sie entwickeln ja hausintern an Sachen rum. Und wir haben vor einem halben Jahr mit ihnen geredet und sie sind seitdem nicht wieder auf uns zurückgekommen. Okay, da denke ich, sollte man als Bürgerinnen und Bürger nochmal nachhaken. Das kann ich auch nur in die Runde geben. Es geht nicht an, eine Konsultation nur auf Englisch zu machen. In der EU gilt ein Prinzip der Mehrsprachigkeit. Hier geht die EZB einen Weg, der nicht vertretbar ist. Also ich will das auch nicht weiter ausführen. Ich wünsche Glück und werde gerne dazu beitragen, dass dieser wunderbare Taler wandern kann. Dankeschön. Ja. Zur Mehrsprachigkeit sollte ich noch einfach sagen, es gibt die Taler-Webseite auch in anderen Sprachen als Englisch. Ne? Also ja, ja, wir haben darauf geachtet, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich habe jetzt nicht von der Taler-Webseite geredet. Ja, ja, ich weiß, aber ich wollte einfach nur sagen, wir versuchen auch das bereits zu berücksichtigen. Dankeschön. Vielleicht ganz kurzer Einschub meinerseits. EZB, Mehrsprachigkeit. Es gibt morgen und am Samstag die Bürgerinnenversammlung von der EZB, organisiert im deutschsprachigen Raum. Das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, da auch nochmal das mit anzubringen. Sofern, ich bin mir nicht sicher, ob die Teilnahme davon noch zugänglich ist. Aber es gibt da auch Lösungsvorschläge, die man auf der Seite dazu einreichen kann. EU-Bürgerinnenversammlung. Bürgerinnenversammlung. Ist mit Sicherheit ein Rahmen, da auch gewisse Punkte anzubringen. Als nächstes Simon, bitte. Ja, ich habe noch eine Frage zu dem Punkt Konvertierung auf diesem Slide, wo die Wettbewerber dargestellt sind. Ja. Könntest du den mal aufrufen? Ach, super, danke. Beim Punkt Konvertierung, da hat der Knutteller 3, Cash 3 und Kreditkarte 3. Aber ich müsste das nicht, oder kommt das nicht darauf an, welche Geldart aktuell am meisten gehalten wird? Weil aktuell wird ja meistens Giralgeld gehalten. Und da wäre eine Konvertierung, zum Beispiel bei der Kreditkarte, würde ich schon bei 3 sehen, weil ja die Zahlung in Giralgeld bleibt. Und bei einer Cash-Zahlung und bei einer Knutteller-Zahlung, da würde die ja wieder konvertiert werden zu einer anderen Geldart. Also wäre schon eine Konvertierung dabei. Ja, aber ich rede jetzt hier von, wir denken an ein Wechselkursrisiko hier. Also wenn ich in Bitcoin oder Zerocoin bezahlen muss, kann ich eben sagen, ja, 5 Bitcoin, heute so viel wert, morgen komplett anderen Wert. Und also die zwangsläufige Notwendigkeit für dieses Bezahlsystem, komplett meinen Währungskontext zu wechseln, ja, dass ich eben nicht mehr in der offiziellen Währung bezahlen kann, sondern irgend so ein Kryptozeug. Das ist ein Riesennachteil aufgrund der Volatilität und der Konvertierungskosten. Das ist jetzt nicht um die Form des Geldes, ja, Giralgeld, E-Geld, Bargeld, sondern mir geht es darum, kann ich weiterhin in Dollar bezahlen oder weiterhin in Euro bezahlen oder weiterhin in Franken bezahlen oder weiterhin in meiner bevorzugten Währung bezahlen, wenn der Händler sie auch annimmt? Oder haben wir eigentlich eine sehr kostspielige und risikoreiche Konvertierung? Okay, also diese minimalen Kosten, die dann für die Konvertierung zwischen Bargeld und Schargeld anfallen würde, die wir dann nicht inbegriffen. Ja, vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, wo ich schon drin bin. Ich kann ja sagen, ich habe ja schon das Bargeld. Ja. Werde ich in Bargeld von meinem Arbeitgeber bezahlt? Ja. Oder vielleicht bekomme ich meine Sozialhilfe direkt in E-Taler in der Zukunft auf mein Mobiltelefon gebucht. Ja. Das ist also die Idee, dass man mit Giralgeld alles anfängt, ist ja auch nicht naturgegeben. Ja. Aber die wenigsten Leute haben einen Bitcoin-Miner zu Hause stehen, der das ihr primäres Einkommensquelle ist. Ja, und wenn ich mir dann eben nochmal, ich habe hier irgendwo ein Bild, glaube ich, noch zur Volatilität von Bitcoin. Also, das sind Transaktionskosten. Volatilität sieht ähnlich aus. Ne? Das sind die Risiken, die wir hier haben. Ne? Also, dass das eben massiv schwankt im Wert. Ja. Und das ist natürlich aus gesellschaftlicher und persönlicher Perspektive ein Riesennachteil. Ich hätte im Anschluss nochmal eine Frage selbst. Und zwar, ich meine, es geht ja auch um die CBDC-Integration. Die ist ja eigentlich der naheliegendste und auch größte Case für euch. Das ist, denke ich, liegt auf der Hand, oder?
Das ist den ich mir immer als primäres Ziel gesetzt hatte, sage ich jetzt mal so. Ja, diese anderen Anwendungsbereiche sind alle nice to have, aber eigentlich ging es uns darum, den digitalen Euro zu bauen. Ja, idealerweise ist es ja auch noch in der Mache. Dazu vielleicht eine konkrete Einschätzung. Der Vorschlag von Ulrich Binzer, der immer noch auf dem Tisch liegt oder zumindest nie vom Tisch gewischt wurde offiziell, ist ja, dass man ein Two-Tiered System einführt mit einer unterschiedlichen Verzinsung. Wie gibt es da eine Einschätzung auch? Weil das ist ja scheinbar die Richtung oder zumindest mal der Eckpfeiler, der irgendwie in den Boden gerammt wurde und um den dreht sich bisher so die Gedankenspiele. Zumindest kenne ich keinen anderen Stand. Also es gibt bei Thaler zwei Möglichkeiten, wie man das adressieren könnte. Das eine ist, man kann natürlich sagen, wir machen eine neue Währung, die nennen wir statt Euro dann, was weiß ich, Bindseil-Euro, also Beuro. Ja, und die Beuros haben dann nicht ein fixes Wechselkursrisiko, sondern am Anfang kriege ich einen Beuro für einen Euro und dann nach ein paar Jahren kriege ich dann irgendwie einen Beuro für zwei Euro. Dann habe ich effektiv einen Negativzins eingebaut. Ja, also man kann ja auch eine neue Währung mit den Nachteilen der Konversierung natürlich dann schaffen, wenn man dadurch Negativzinsen einbauen möchte. Die zweite Variation wäre, die Thaler-Münzen haben normalerweise ein Ablaufdatum. Einfach weil da sind digitale Signaturen dabei. Das heißt, man sagt einfach aus Schlüsselmanagementgründen, dass man sich nach 6 Jahren ist diese Münze ungültig und muss umgetauscht werden gegen eine neue. Kann man sich wieder wie beim Bargeld vorstellen. Wenn ich 20 Jahre alte Geldscheine habe, werden die häufig von den Bargeldlesern nicht mehr angenommen, weil denen fehlen die aktuellen Sicherheitsfeatures. Und wenn man jetzt wenn man in einem Wallet Münzen hat, die dabei sind abzulaufen, geht das Wallet automatisch her und tauscht die alten Münzen gegen neue Münzen. Ja, braucht man als Kunde sich gar nicht drum kümmern. Aber es ist möglich, dass bei diesem Schritt Gebühren erhoben werden. Wir haben es eigentlich immer so gemacht, bei jedem Schritt sind Gebühren möglich. Natürlich vielleicht schön, die Gebühren auf Null zu setzen für die meisten Leute, aber wenn ich negativ Zinsen auf das, sage ich mal, Horten von E-Geld haben möchte, könnte ich die sozusagen dadurch forcieren, dass ich bei dem Umtausch von alten Münzen in neue Münzen eine entsprechende Gebühr erhebe. Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man diese variablen Interest Rates mit Thaler umsetzen könnte. Wobei wir gleichzeitig eben auch hören, dass Zentralbanken sagen, Negativzinsen, das ist extrem unpopulär. Negativzinsen bei Bargeld mögen die Leute ja, geht ja nicht, deswegen mögen sie zum Teil Bargeld. Und dass man es für E-Geld vielleicht dann doch nicht machen möchte, ist durchaus eine Debatte, die wir bei einigen Zentralbankern hören. Aber technisch wäre es möglich, da sowas einzubauen. Genau, das wäre jetzt aber die technische Machbarkeit. Normativ ist es wünschenswert. Dass es auch möglich ist, in der aktuellen Fassung. Weil ich meine, es ist ja eine Frage der Umsetzung eines digitalen Zentralbankgeldes, natürlich. Der Vorschlag, der mit dem Knuthaler da also ist, ist so spannend, aber geht es in die richtige Richtung grundsätzlich? Ich persönlich bin kein Wirtschaftsexperte, ich bin kein Economist, aber wenn ich naiv mir das überlege und sage, wir leben sage ich mal, bei den Ressource-Ausbeutung des Planeten auf 4 Erden im Moment und müssten eigentlich unsere Wirtschaft auf 1/4 reduzieren, dann würde ich vermuten, dass eine Politik, die sagt, wir wollen die Wirtschaft auf 1/4 reduzieren, sich wahrscheinlich mit Negativzinsen besser umsetzen ließe, als wenn man weiterhin an dieses Wachstumsmodell glaubt. Also wenn ich sage, die Wirtschaft wächst, dann habe ich positive Zinsen, die Wirtschaft schrumpft, habe ich vielleicht negative Zinsen. Würde für mich als ökonomischer Laie Sinn machen. Ja, aber ich glaube, wir sind noch sehr weit davon entfernt, dass die Politik als Ziel herausgibt, die Wirtschaft zu schrumpfen. Das mit Sicherheit und inwiefern der Drang nach noch mehr Wachstum und Negativzinsen dann wirklich miteinander einhergehen, ist, glaube ich, eine gesonderte Frage. Aber ich würde die nächste Frage dann nochmal Fritz Fessler stellen lassen und auch nochmal aufrufen, ob es noch weitere Fragen gibt, dann gerne in den Chat, bitte. Ja, meine Frage ist ein bisschen eine technische. Ist das Grundprinzip von Knuthaler, dass ich ein Kontensystem habe mit Saldobildung? Also sprich, brauche ich immer die gesamte Transaktionshistorie, um festzustellen, über welches Guthaben verfüge ich? Oder sind es wirklich eigenständige Token, die allein für sich leben und wo ich dann
solange die nicht eingelöst sind, sind die gültig? Das Letztere. Es gibt bei Thaler wirklich eigenständige Token, die ausgegeben werden können und dann sind sie weg. Und alle anderen Transaktionen sind komplett irrelevant für diese individuelle Transaktion. Sie sind auch nicht verknüpfbar. Das heißt, man kann auch nicht sehen, dass dieser Kunde bei diesen verschiedenen Händlern bezahlt hat. Ich kann als Kunde auch einzelne Transaktionen aus meiner persönlichen Historie löschen. Meine Transaktionshistorie sagt mir eigentlich zumindest eine Sammlung von Beweisen, dass ich meine Tokens für bestimmte Sachen eingesetzt habe, aber die kann ich löschen und andere Transaktionen machen, ist kein Problem. Und wirklich bei der Zentralbank wird einfach nur markiert, dieses Token haben wir schon mal gesehen, wurde ausgegeben. Wenn es nochmal kommt, lehnen wir es ab mit dem Beweis, dass dieses Token schon mal ausgegeben wurde. Aber es gibt keine Accounts bei Thaler. Und auch diese, ich habe eben das diskutiert mit diesen Ablaufdaten für die Münzen, die sorgen auch dafür, dass auch die Zentralbank nicht ewig eine wachsende Transaktionshistorie hat. Die muss sich nur für die aktuell noch gültigen Tokens, also die mit einer Signatur sind, wo der Key noch gültig ist, merken, welche schon ausgegeben worden sind. Das heißt, nach ein paar Jahren, wenn vielleicht auch gesetzliche Aufbewahrungspflichten verstrichen sind für eventuelle Rechtsstreite, kann die Zentralbank immer alle historischen Daten löschen. Und für die persönlichen Accounts kann ich auch als Kunde immer sagen, diese Transaktionen möchte ich gerne, dass mein Wallet die vergisst und dann sind sie weg und niemand kann mehr beweisen, dass ich die gekauft habe. Dann habe ich dann noch kurze Nachfrage, wenn das also ein eigenständiger Token ist, wie funktioniert das dann mit dem Wechselgeld? Gut, ich habe hier die längere Variante der Folien. Ja, da gibt es hier grundlegenden Ansatz, wie das Geld ausgestellt wird. Hier ist sozusagen die Token-Generierung. Ja. Und ganz am Ende kommt dann noch hier die Wechselgeldanforderung. Das ist die neue interessante Kryptographie. Ja, die ist in unseren verschiedenen Papern, in der Dissertation von Florian Deuth und auch in einer sehr kurzen Fassung in dem Paper bei der Schweizer Nationalbank erklärt. Es ist etwas komplizierter. Ja, aber die einfache Variante, um es kurz zu sagen, ich kann, wenn ich Geld ausgebe, sagen, ich habe hier zwar eine 100-Euro-Münze, aber ich gebe jetzt für diese Transaktion nur 50 Euro von diesen 100 Euro aus und dann kann ich für die anderen 50 Euro bei der Exchange beantragen, ich hätte gerne eine neue 50-Euro-Münze als Wechselgeld. Ja. Und die entscheidende Frage ist, wie man mit diesem Wechselgeldprotokoll es dann auch noch schafft, dass die Einkommenstransparenz gewahrt bleibt. Das heißt, dass das Wechselgeld wieder bei dem gleichen Besitzer landet, der auch die ursprüngliche Münze hatte. Und das lösen wir mit einem Cut-and-Choose-Protokoll und einem Key-Exchange-Protokoll auf eine etwas besondere Art und Weise. Details, das ist die spannende Krypto, nach der Sie fragen. Okay, also nicht der Händler gibt das Wechselgeld zurück, sondern ich muss zuerst bei der Exchange meinen 100er wechseln lassen in genau dem Betrag. Nein, nicht zuerst. Ich kann auch zuerst beim Händler sagen, hier sind schon mal 50 Euro von den 100 Euro. Das ist ja das, was zeitkritisch ist. Das heißt, ich würde erst zum Händler hingehen und bezahlen. Und dann weiß ich aber als Wallet, auf dieser 100-Euro-Münze sind jetzt noch 50 Restgeld. Und dann kann ich entweder über mein eigenes Netz oder über das Netzwerk vom Händler gehen, um das Wechselgeld zu bekommen. Ja. Aber der Händler braucht da beim Wechselgeldvorgang nicht mehr involviert sein. Er kann ihn als Proxy durchreichen, wenn ich vielleicht sage, ich habe gerade gar kein Netz oder sowas. Ja. Aber es ist jetzt nicht was zeitkritisch auf der Zeitlinie vor dem Bezahlvorgang passieren muss. Okay, danke. Gut, dann. Und ich sollte noch vielleicht auch noch sagen, beim Bezahlvorgang ist es so, dass entweder der Händler oder der Kunde muss online mit dem Bankensystem verbunden sein. Ich kann es auch so machen, dass der Händler sagt, hier, lieber Kunde, hier ist der Vertragsvorschlag. Ich als Kunde rede mit den Banken, wickle die Transaktion ab und beweise danach dem Händler, dass ich bezahlt habe. Wir haben das immer das indische Modell genannt, weil in Indien ist es eben häufiger so, dass die gut betuchten Kunden haben ein Mobiltelefon mit Internet und die Straßenhändler haben gar kein Internet auf ihrem Telefon. Und das wäre kein Problem, weil der Händler bekommt am Ende eben eine digitale Signatur und hat eine entsprechende PKI und kann eben prüfen, ja, ich bin bezahlt worden, auch wenn es gar nicht über seine Infrastruktur gelaufen ist. Okay. Dann, wir haben jetzt noch zwei Fragen ausstehend. Johannes, bitte als nächstes. Eines der debattierten
Argumente für einen digitalen Euro ist die Schaffung programmierbarer Zahlungen und Zahlungen in kleinen Fraktionen. Mit den Protokollen zum Wechselgeld habe ich verstanden, man kann auch Bruchteile von Talern hin und her transferieren. Wie schaut es aus mit automatischen, maschinengenerierten, programmierbaren Zahlungen? Ist das in eurer Kryptografie und euren Rechenmodellen erweiterbar als Dienstleistung, damit ihr in Wettbewerb zu den großartigen anderen Entwicklern treten könnt? Also ich hatte ja hier diese Folie Programmable Money schon aufgelegt. Mhm. Da hatten wir eben drei Sachen, eben Wallet-to-Wallet, was man natürlich auch als Gerät-zu-Gerät umsetzen könnte. Ich persönlich glaube da nicht so ganz dran, weil ich denke nicht, dass man einfach seinem Kühlschrank sagen soll, du gehst einfach für mich einkaufen. Das mache ich persönlich lieber noch selber mit ein bisschen Kontrolle über das Geld. Aber theoretisch kann ich meinem Kühlschrank ein Portemonnaie verpassen und sage, er darf damit Joghurt kaufen. Wir haben eben die Idee schon und auch die Theorie entwickelt für Altersbeschränkungen beim Bezahlsystem, dass man das kombiniert und dann dieses elektronische Identitätsdokument gedöns damit etwas obsoleter macht und die aktuellen Überwachungsbestrebungen, wo dann Jugendschutzfilter in alle Betriebssysteme eingebaut werden sollen, dass man einfach sagt, nein, wir können den Jugendschutz über das Bezahlsystem viel besser umsetzen. Ich hatte schon erwähnt, wir wollten Auktionen, wir können uns das wie bei eBay oder als Currency Trading vorstellen. Wir haben das im Team diskutiert, dieses Modell, was wir zum Beispiel bei Ethereum sehen, wo beliebige Leute elektronische Verträge als Programme verfassen können, die dann ausgeführt werden in einer virtuellen Maschine von der Blockchain oder von der Zentralbank, halten wir für ein falsches Modell. Wir denken, es braucht Verträge, die rechtlich verstanden sind, wo auch eine entsprechende Gerichtsbarkeit dahinter steht und klare, für Menschen verständliche Terms of Service. Aber wir denken natürlich schon, dass bestimmte Verträge elektronisch abgebildet werden können, standardisiert werden können. Und natürlich kann man die in die bestehende Infrastruktur einbauen. Wir haben ja nach wie vor digitale Signaturen von den Kunden. Und wenn eine digitale Signatur unter einem standardisierten Vertrag steht, den die Exchange oder eine entsprechende andere Komponente versteht, kann man das natürlich machen. Aber wir sagen, es sollten eben keine Smart Contracts sein, heißt also beliebige Programme, wo dann irgendwas passiert, sondern wir sagen, es sollten Concrete Contracts sein, also sehr spezifische Verträge, die wohlbekannte gesellschaftliche Probleme lösen und nicht eine komplette Turing-Complete-Maschine, wo beliebige Sachen ausgetauscht werden können. Wir brauchen nicht, dass die Europäische Zentralbank Crypto-Kitties erzeugt. Herzlichen Dank für die Nachhilfe. Weiß ich nicht, ob das Nachhilfe war. Das war nur mein, mein Blick auf dieses, auf diesen Komplex. Ja, also es gibt viele Probleme mit den Smart Contracts, aber sicherlich kann man mit Thaler Programmable Money bauen, wollte ich sagen. Ne? Okay, soweit verstanden. Vielen Dank. Letzte Frage von Timo. Ich darf sie kurz vorlesen. Ob denn überhaupt vorgesehen sei, dass GNU-Thaler umlaufen? Denn wenn der Händler zwangsweise die Thaler dann wieder zurück in Chiralgeld tauscht, wäre der Thaler ja keine Währung, sondern nur ein einmalig einsetzbarer Gutschein. Wie soll in diesem System eine Peer-to-Peer-Zahlung aussehen? Ja, also sicherlich das Modell, das ist eigentlich ein Gutscheinsystem, haben wir auch schon gehört. Das ist aus der rechtlichen Analyse durchaus in Ordnung. Ich habe hier die gleiche Folie, diesen Punkt Wallet-to-Wallet-Payments. Das hieß mal Peer-to-Peer-Payments bei uns. Wir haben uns jetzt mal für Wallet-to-Wallet-Payments entschieden, als vielleicht klareren Begriff aufgenommen. Die Situation ist, wenn wir eine Peer-to-Peer-Payment machen und das sozusagen die Herausforderung hier, dann müssen wir trotzdem eine Mediation haben. Das heißt, wir wollen nicht ermöglichen, dass Person A an Person B Geld überweist, Person B an Person C Geld überweist und der Staat kann nicht sehen, dass B dazwischen war. Das Einkommen von B muss transparent werden. Aber sobald ich das habe, sobald ich ein KYC durchführen könnte, also ein Know Your Customer durchführen könnte für den Geldempfänger, kann ich es natürlich schon so programmieren, dass Alice Geld an Bob überweist. Bob muss sich identifiziert haben, um das Geld in sein Wallet zu bekommen. Aber dann bleibt es sozusagen, geht es von einem Wallet über die Exchange in ein anderes Wallet.
genau genommen auf der technischen Ebene würden einfach neue Münzen erzeugt, die wieder neu signiert worden sind. Das heißt, es sind nicht die gleichen Münzen geblieben, es sind neue Münzen erzeugt worden. Aber für den Benutzer sieht es genauso aus, als ob es einfach eine Peer-to-Peer-Zahlung gewesen wäre. Aber was uns eben wichtig ist, wenn wir sowas einbauen, wollen wir das so einbauen, dass die Einkommenstransparenz gewährleistet wird. Das heißt, dass Bob, wenn er Geld von Alice bekommt, auch wenn es von einem Wallet ins nächste Wallet ist, das erst bekommen kann, wenn er sich staatlich registriert hat oder bei seiner kommerziellen Bank registriert hat, ist ziemlich egal, aber es muss für den Staat nachvollziehbar sein, dass Bob da Einkommen bekommen hat. Na, sonst haben wir ein Problem mit Geldwäsche, mit kriminellen Aktivitäten. Na, dann kann ich eben als Krypto-Trojaner-Hersteller sagen, ja, überweist mir das Geld, dann habe ich es in meinem Taler-Wallet und kann das Geld irgendwo ausgeben. Das wollen wir nicht. Das Einkommen muss transparent bleiben. Das heißt, auch bei den Peer-to-Peer-Payments sind es Peer-to-Peer-Payments von der User-Experience her, aber am Ende ist immer eine Exchange dazwischen. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Antwort dafür. Es gab gerade noch mal kurz die Frage, ob es die Präsentation irgendwo zum Nachlesen gibt. Ich gehe mal stark davon aus, auf der Webseite. Es gibt Variationen der Präsentation auf der Webseite. Es gibt die bei uns in einem Marketing.git-Repository, ist die Präsentation mit allen dazugehörigen Quellen. Ich kann die Folien auch, ich dachte, ich hatte sie schon zur Verfügung gestellt. Ich habe sie. Ich kann also auch die Monetative gerne publizieren. Wir werden die dann entsprechend in einem Nachgang dann auch mit publizieren, sodass jeder sich entsprechend anschauen kann. Nochmal kurz eine Nachfrage zu dem Thema von gerade eben. Petra, du wolltest im Detail da nochmal nachhaken. Genau, ja. Weil ich habe das jetzt nicht verstanden. Also ich, jetzt sind wir mal so ein paar Fall, ja. Also ich habe jetzt irgendwie für ein paar Leute was eingekauft, ja, und habe das bar bezahlt und dann rechnen wir ab und dann sagen wir, ey, wäre doch super, das über den Knutaler zu machen. Und dann kriege ich von denen, keine Ahnung, 50 Euro. Und das ist ja quasi kein Einkommen für mich. Ja? Das, also bitteschön, wieso soll denn das dann irgendein Staat wissen, dass ich denen jetzt Geld überwiesen habe? Naja, angenommen, die Leute würden per Kreditkarte bezahlen, dann kann der Staat das schon sehen. Ich sage ja nicht, dass der Staat, es ist für den Staat sichtbar, dass sie die 50 Euro bekommen haben. Ob da jetzt drauf Einkommenssteuer fällig ist, das ist sei dahingestellt. Ich meine, Sie können ja nachweisen, der Vertrag war für danke dafür, dass du mir die Bananen eingekauft hast. Und dann kann natürlich ein vernünftiger Finanzbeamter sagen, ja, das ist jetzt nicht steuerpflichtiges Einkommen oder das ist in der Summe unter einem Betrag, der uns interessiert. Und das ist total okay, dass Sie das nicht deklariert haben. Aber das Problem ist für ein Bezahlsystem, ist, wir können natürlich technisch erstmal nicht unterscheiden, ob das jetzt Bestechung, Geldwäsche oder eine freundschaftliche Dienstleistung war. Und das heißt, wir sagen einfach, der Staat hat das Recht zu sehen, dass Geld in Empfang genommen wurde. Die steuerrechtliche Beurteilung ist natürlich unabhängig davon. Und da würde man natürlich in einem freundschaftlichen Verhältnis einfach da hinschreiben, das ist für meinen Einkauf und dann ist alles gut. Aber ich kann mir, also nur so als Gedanke, das ist jetzt für mich wirklich so ganz frisch, ja, aber als ersten Gedanken würde ich sagen, das schreckt mich eher ab, das zu nutzen. Also, ja, dass der Staat jetzt sieht, wenn ich hier Geld bekomme von, also das ist einfach. Das sieht aber bei allen elektronischen Bezahlsystemen heutzutage. Ja, ja, aber. Das Entscheidende hier ist, er sieht nicht von wem. Okay. Ja. Das heißt, er sieht nur, ja, sie hat da Geld bekommen, einen kleinen Betrag. Und wenn Sie nachfragen, wofür, dann sagen Sie, für einen Nachbarschaftseinkauf und können das nachweisen. Mhm. Aber er kann nicht sagen, von wem. Er sieht nicht Ihr soziales Netz. Ja. Wenn Sie sich mit PayPal bezahlen lassen, sieht er beides. Er sieht von wem, an wen, zu welchem Zeitpunkt, all das. Ja, wenn Sie mit Kreditkarte bezahlen, sieht er alles. Mit Bargeld sieht er natürlich nichts. Insofern natürlich, Bargeld ist besser. Mhm. Okay, danke. Sofern es uns dann erhalten bleibt. Ich hätte abschließend folgende Frage. Ich versuche nicht, das Bargeld abzuschaffen. Ich versuche dafür zu sorgen, dass wenn wir im Internet bezahlen, wir eine Bargeld-ähnliche Alternative haben. Ich denke, für solche Sachen, wo man eben persönlich was für die Nachbarn macht, dann sollte man das auch einfach weiter mit Bargeld machen. Ja. Absolut, hätte ich genauso verstanden. Das Ziel, Bargeld abzuschaffen. Ich kann sagen, ein Mitglied unseres Advisory Boards läuft mit einem Sticker auf seinem T-Shirt herum, bezahlt mit Bargeld. Ja, und das ist total gut. Ja, wir wollen nicht überall elektronische Zahlungen haben, aber gerade im Internet haben wir im Moment eigentlich gar keine Möglichkeit, guten Datenschutz zu haben. Und das wollen wir verbessern. Sehr schön. Es war auch schon fast
die Antwort auf meine Frage, ich stelle sie trotzdem nochmal abschließend. Es war jetzt häufig von wir die Rede. Vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher, wer ist denn wir, wer ist der Gnutaler und vor allem auch, ich meine, was ist die Motivation, dass es intellektuell herausfordernd ist, das stelle ich mir auf jeden Fall vor. Aber ich meine, ihr kämpft ja gegen ziemlich viel Widerstand mit Sicherheit auch. Es sind nicht nur offene Türen, könnte ich mir vorstellen. Insofern, was ist die Hauptmotivation für euch und wer ist wir? Wer ist wir? Also erstmal, wir sind entstanden aus der freien Software-Community. Das sind also die Leute, die zum Beispiel Linux oder Debian-Sachen bauen, auf denen ja auch sehr viele Firmen heutzutage aufbauen, viele Privatpersonen eingenutzt werden. Uns geht es darum, dass die Leute Kontrolle über ihre Daten behalten, Kontrolle über ihre Rechner haben. Das ist sozusagen das GNU-Projekt, wo wir hier unten das Logo haben. Ja. Dann haben wir natürlich eine Reihe von Forschungsinstitutionen involviert. Wir haben sehr viele Freiwillige involviert. Ich bin ein Ashoka-Fellow, das ist ein soziales Netzwerk von sozialen Unternehmern. Wir haben viele freiwillige Beiträge. Wir haben eine Reihe von Forschern und Universitäten als Beitragende. Und wir haben natürlich jetzt auch als Firma ein paar Angestellte. Daher suchen wir eben immer noch Investitionsgelder. Das Supportmodell für die Firma am Ende, das Geschäftsmodell ist natürlich, dass uns Zentralbanken oder Händler für Integrationsleistungen bezahlen oder Banken für den, bei der Hilfe beim Betrieb. Wer sind wir? Wie gesagt, das ist eine sehr lose Gruppe. Es gibt natürlich das Kernteam, also auf der GNU-Seite für die Software-Maintenance bin ich und Florian Deutz sozusagen die GNU-Maintainer, die, sage ich mal, die grobe Richtung des Projektes definieren. Aber am Ende ist es eine Gruppe von vielen, vielen Freiwilligen, die einfach sagen, dass sie unsere Ziele teilen, die politischen Ziele, und die eben im Rahmen ihrer Fähigkeiten einen Beitrag leisten, um das System zugänglich zu machen, verfügbar zu machen oder auch nur bekannter zu machen. Und viele Leute sind natürlich in der Gruppe dabei, die auch nicht gerade immer mit ihrem Namen überall stehen wollen. Also ist ja ein Datenschutzprojekt. Nachvollziehbar. Super, dann sage ich vielen Dank. Sehr spannendes Projekt, ist mit Sicherheit auch eine große Hausaufgabe im Nachgang, da für sich selber nochmal in Ruhe reinzugehen in eure Unterlagen. Denn ich glaube, auf Anhieb versteht nicht jeder alles sofort. Ich für meinen Teil auf keinen Fall. Was ich verstehe, ist auf jeden Fall sehr spannend. Insofern vielen Dank. Die Aufzeichnung wird folgen über monetative.de natürlich und dann auch als Aufzeichnung. Es gab dann noch eine Frage, was wir am meisten brauchen aktuell, um weiter voranzukommen. Ja. Ja, also aus meiner Sicht natürlich würde mehr Geld auf jeden Fall helfen. Ja, das Geld kann jetzt auf verschiedene Art und Weisen kommen. Wenn es jemand schafft, die Europäische Zentralbank davon zu überzeugen, dass wir doch das richtige System für den digitalen Euro sind, gehe ich davon aus, die können uns genügend Geld drucken. Wir können natürlich aber auch kommerzielle Investoren finden, die unsere Firma unterstützen. Wir können Spenden annehmen. Oder natürlich, wenn entsprechend Leute technisch in der Lage sind, bei der Entwicklung mitzuhelfen, ist es auch willkommen. Wir können Hilfe nutzen beim Marketing, dass auch nur die Idee, dass das System existiert, weiter verbreitet. Das wissen einfach noch viel zu wenig Leute von dem System. Das ist, denke ich, eine ganz kritische Sache, auch gerade wenn wir in Betrieb gehen, dass das in die öffentliche Wahrnehmung gut kommt, dass das System existiert und technisch und soziale Vorteile bietet. Oh, es gibt so viele Baustellen, also deswegen habe ich hier meine Liste gemacht. Ja. Also mitmachen auf jede Art und Weise, wo man kann, ob ich Software entwickeln kann, ob ich übersetzen kann, ob ich es in irgendwelche anderen Sachen integrieren kann, ob ich beim Marketing mithelfen möchte. Da gibt es viele Variationen. Es gibt so viele Baustellen, ich bin gar nicht sicher, was man als am meisten sagen kann. Ja, auf allen Fronten läuft eigentlich etwas und ich hätte natürlich alles gerne 10-mal schneller. Oder 100-mal schneller, nehme ich auch. Da würde ich sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Christian. Ich freue mich, bei einem zuhören und beende hiermit die Aufzeichnung. Schönen Abend.